Willkommen bei Wawa Pfeffermühlen, willkommen Spi. Du kochst wieder Italienisch, du kochst Tagliatelle. Oh. Selbstgemachte genau. Tagliatelle. Zu Hause, d'autore. Und das Problem ist, wie macht man sowas? Prima di tutto, la farina. Also österreichisches Mehl geht gar nicht. Nein. Okay. Ist auch gut, aber glaube ich nicht, weil es ist 100% Grano Italiano. Also man braucht einmal italienisches Mehl, aber genau. Tipo 00. Und da steht auch drauf Pasta Fresca. Pasta Fresca, speciale per la pasta fresca. Okay, also das Mehl ist mal sehr speziell. Sì, poi abbiamo bisogno di due uova. Wir haben die direkt aus dem Weinviertel vom Weingut Seiler. Ja, perfekt. Ja. Für die Tagliatelle brauchen wir Mehl, Eier und? Ah ja, und Pfeffer. Na, das ist Secret. Okay. Psst, psst. Und wenn man dann die Tagliatelle hat? Poi condiamo con salvia burro. Qua. Okay, das heißt Salbe aus dem Garten, frisch. Ja, vom Hausdorf. Ja, aus Hausdorf. Ja, das ist spezielle. Ist speziell, nämlich wir haben gar nichts gemacht, das wächst wie Unkraut von alleine. Und dann am Ende Pecorino Romano. Dann starten wir, oder? Jetzt Salz. Grob oder fein? Fein. Fein, verstehen wir. Ah, questo. A due mani. Und wann kommt der Pfeffer? Dann. Schön? Ja, schön. Siesta, schlafen. Jetzt, schau. Das ist halt ein Teig, ja, homogen. Du bist die erste. Yes. Grüner Pfeffer aus Indien, aber der ist ganz mild, aber hat ein gutes Pfefferaroma. Der wird in den Teig eingeknetet. Sehr gut. Okay. Wie dick muss man? Ganz. So. Millimeter, 2 mm. Genau, no, so transparent. Bitte. Reicht, oder? Ja, ja. Halb. Bisschen Müll. Questo nido, eh? Prima deve essere fatto questo, perché tagliatelle sono pronte subito. Und da kommt das Salbe. Ja, mit Butter. Schau. So, langsam kommt. Das schaut tadellos aus. No, das ist für dich. Okay. Emotion. Bisschen, ne? Emotion. Bin ich echt neugierig. Am Wahnsinn. Hm? Also die selbstgemachten Tagliatelle sind einfach die besten. Ja. Aber die Pasta ganz einfach, weil Salbei. Butter. Eier. Ja.